Moin Leute, heute geht es wieder um unseren 124er Breitbau, hinten und vorne. Wir machen heute beide Kotflügel einmal fertig, damit wir richtig schön hier eine geile Form zaubern. Beim letzten Mal haben wir hier oben schon mal die Bleche angefertigt, auf beiden Seiten. Drüben gab es ein bisschen Probleme, aber ist alles gerettet worden. Und heute geht es um die Fertigstellung. Schaut euch das hier an, wie das aussieht. Wunderbar. Also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden damit. Klar, so ein bisschen ein paar kleine Wellen und so, aber das ist alles noch machbar mit Zinn oder was auch immer, was wir da noch machen. Jetzt kommen wir, wie immer, zu den kleinen Problemchen, die bei solchen Sachen auftreten können. Die Leute oder ein paar Leute haben sich ein bisschen beschwert über diese Geschichte mit dem Sakko-Brett. Warum habe ich das so gemacht? Erstmal, es war die einfachste Variante, gebe ich zu. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, hier nochmal einen Schnitt zu setzen. Das heißt, ich setze hier einen Schnitt, setze das alles wieder runter und biege es sozusagen so hin, dass das ja normal fluchtet und in alten Positionen sitzt. Da kommen aber auch wieder Probleme, weil hier habe ich jetzt ja Abstandshülsen und alles Mögliche zwischengesetzt, damit auch das Rad hier reinpasst. Das heißt, wenn ich hier jetzt anfange zu biegen, dann verbiegt sich das ganze Teil hier. Dementsprechend muss ich auch schauen, verbiegt sich das Sakko-Brett genauso mit. Ich denke schon, aber es ist auch deutlich mehr Arbeit. Das heißt, ich muss hier wieder ein Blech einsetzen. Ich habe hier im schlimmsten Fall wieder Verzug drin. Das heißt, es muss auch wieder mehr gespachtelt werden und all so ein Kram. Also es sind halt immer einfach irgendwelche Probleme. So, hier vorne, da fange ich jetzt wahrscheinlich als erstes mit an. Ich habe hier schon mal angefangen, dass wir hier eine vernünftige Flucht bekommen. Viele haben gesagt, das würde geil aussehen, wenn man hier so eine Luftschlitze hätte. Aber, Leute, ich sage euch eine Sache. Ich habe mit einem TÜVer gesprochen. Und der TÜVer hat gesagt, wenn da keine scharfen Kanten sind, wir im Prinzip nur die Sachen verbreitern, hinten und vorne, und das alles schicki ist und die Räder abgedeckt sind, dann können wir hier auch ganz normal TÜV drauf machen. Das bedeutet, wir bräuchten am Ende andere Felgen, wir müssen den ganzen Rost wegmachen. Das, was ich eigentlich nicht unbedingt machen wollte, aber wenn das so gut läuft und so viele wieder einschalten und ihr wisst, um solche Sachen zu machen, müsst ihr ein Abo dalassen, das Ding liken und am besten kommentieren, dann mache ich das vielleicht auch fertig. Ne? Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit vielleicht und so. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber dann mache ich es fertig. So, kommen wir einmal hier rüber. Und zwar habe ich hier schon angefangen, mir wieder kleine Schablönchen zu machen. Ne? Aus Pappe, wie ich ja schon mal gesagt habe. Ne? Also ich finde es am schönsten mit Bastelpappe, relativ stabil. Kleine Sachen ist auch immer ein bisschen schwieriger wieder, weil du musst es halt auch gerade hinbekommen, aufzeichnen. Aber ich habe hier schon mal angefangen, sozusagen diese Bleche, die ich dafür brauche, um das zuzuschweißen, habe ich schon mal angefangen hier zu fertigen. Um das Blech hier richtig schön auszuschneiden, ist das hier auf jeden Fall mein Lieblingsding. Die kleine Ergoflex hier, ne? Die ist richtig geil, Alter. Aber das Ding hier werde ich auch nochmal tiefenschneiden, ne? Den werde ich auch nochmal ausprobieren hier. Aber das erst später. Ich würde sagen, ich lege einfach los. Alex wird die Kamera hier so ein bisschen hinstellen. Wir wollen das mal ein bisschen ausprobieren, dass man so ein bisschen mehr sieht von der ganzen Arbeit. Danach werde ich euch erklären, wie ich es ungefähr gemacht habe, ne? Jetzt hier vorne den Kotflügel soweit fertig gemacht. Ich sag mal so, hundertprozentig gefallen tut mir das nicht, aber ganz anders geht es auch nicht. Ne? Also das ist natürlich klar, dass der Kotflügel sozusagen hier, dadurch, dass man ihn rausholt, eine kleine Welle schlägt und so. Aber auch das können wir ganz normal angleichen. Ne? Also ich habe mir schon gedacht, dass das so ein bisschen hier nach außen kommt, aber schlimm finde ich es nicht. Also die Form so ist eigentlich echt schön geworden. Hier unten, komischerweise, was ich nicht gedacht hätte, ist er mir so ein bisschen eingefallen vom Schweißen, warum auch immer. Und ich habe jetzt hier unten, wenn man hier unten mal gucken möchte, guck nicht auf den Rost bitte, auch da wird es wieder Kommentare für geben, aber ist mir jetzt Wurst. Da habe ich jetzt ein Blech angefertigt, habe das hier reingeschweißt, das heißt, man sieht das hier, ich habe den Halter hier weggeflext, ne? Hier, und habe jetzt hier ein schönes, rundes, also eine Abrundung reingesetzt. Ich habe jetzt, auch hier wird es vielleicht wieder Kommentare geben, aber gerne rein damit. Ich habe hier überlegt, dass ich hier noch ein Stück runter gehe und diesen halben Zentimeter oder was das auch immer ist, was er hier verloren hat, wieder reinzusetzen. Hätte ich machen können, wollte ich aber nicht.
mehr sage ich da jetzt auch nicht zu, glaube ich. Weil im Endeffekt finde ich es ganz schick, so die Form. Ne? Und wir können die Stoßstange hier eigentlich ganz gut anpassen. So, ne? Das Einzige, was mir halt auffällt, ist natürlich, dass er hier jetzt gerade ist. Ne? So, ich glaube, das ist sowieso irgendwie so ein Nachbau-Kofügel oder was. Und der geht jetzt hier relativ weit hoch. Aber ich glaube wirklich, dass wir das mit der Stoßstange ganz gut ausgleichen können. Ne? Jetzt kommen wir nach hier hinten. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin jetzt hier bestimmt wieder 2 Stunden zu Gange. Auch dazu werden wir ja noch kommen, wenn der Kofügel fertig ist, was man ungefähr so dafür rechnen muss an Zeit. Ne? So, wenn man so einen Umbau macht, gerade individuell, wer individuell sein möchte, das kostet halt. Ne? Das kostet halt Zeit. Gerade was Blech angeht, ist halt nicht wie mit Papierbasteln, ne? Oder mit Holz. So, Holz ist da auch meistens noch ein Ticken einfacher. Also wenn ich überlege, wie lange ich brauchen werde, dann denke ich, wenn ich wirklich den absoluten Fokus auf diese Sachen hätte und nicht dauernd wieder aus dem Tagesgeschäft rausgerissen werde und immer nur einen Tag im Prinzip Zeit habe in der Woche daran zu bauen, denke ich mal, dass ich so Vollzeit in 2, 3 Wochen könnte ich das sogar schaffen. Aber dadurch, dass wir immer nur 1, 2 Tage die Woche haben, dauert das halt ein bisschen länger. Ne? Hier, zu diesen Sachen, wenn ich das jetzt hier runtersetze, dann kommen wir hier wieder auf die alten Schraubenlöcher. Da haben einige geschrieben, das ist Fusch, wenn ich das so lasse und dies und das und jenes. Am Anfang wollte ich eigentlich auch ehrlich gesagt noch gar nicht so viel Zeit reinstecken. Aber jetzt kommen wir hier sowieso, also zeittechnisch brauchen wir hier gar nichts mehr rechnen. So, das wird so oder so dauern gerade hinten. Ne? Dementsprechend mache ich das jetzt. Das wird locker nochmal 2 Stunden dauern, locker, dass ich diesen Teil hier runtersetze, hier nochmal Bleche anfertige, das hier zuschweiß alles, ne, und dann sozusagen das alte Ding hier sitzen habe. Das mache ich aber auch nur für die, die sich beschwert haben. Und wenn das am Ende nicht passt, dann kommt ihr hierher und könnt das selber nochmal neu machen, Alter. Also ich glaube nämlich, wir werden hier ein Problem bekommen, wenn ich den jetzt runtersetze. Und ich muss ja dann sozusagen, wenn ich auf die alten Schraubenlöcher gehe, muss ich das ganze Teil ja hier rüber biegen. Dabei wird sich das ganze Teil hier auch biegen. Und dann bin ich gespannt, ob das Sakkobrett noch passt. Wenn das nicht passt, dann gibt es Backenfutter, Alter. Ne? So, also, ich schneide den Kram jetzt hier nochmal auf, schweiß das zu, schweiß das danach zu und setze hier dann nochmal Blech ein. Und dann haben wir hier den richtigen Frankenstein-Kofügel. Ne? Ich glaube, da müssen wir GT das Handwerk nochmal anrufen. Wir brauchen Karosseriemauer. Maurer. Das ist, wenn man auf die Leute in den Kommentaren hört, die, ja, wie soll ich sagen, Digga? Klugscheißer mag keiner. Und jetzt kann ich das nochmal richtig sagen, weil das ist so nervig. Guck mal an, jetzt habe ich das aufgeschnitten und ich habe ja gesagt, da wird was passieren, ne? So, mir ist klar, was passiert, aber guck mal hier jetzt auch. Wie sieht denn das aus? Na ja. Guck mal hier die Linie. Guckt jetzt hier auch 1 Zentimeter, weil ich den natürlich hier jetzt rausziehe. Ne? So, jetzt ist natürlich die Frage, was natürlich richtig Hammer aussehen würde. Also das ist halt dieses, ne? Also wenn man noch nicht, also... Jetzt hätte ich übertrieben Bock darauf, dass das so aussieht. Weil das sieht ja wohl auch mal richtig krank aus, oder was? Jetzt stell mal vor, hier ist noch das Sakkobrett, Alter, und das verläuft jetzt hier richtig gerade weiter. Und du hast die Scheiße. Guck dir das an, Alter. Guck dir mal an, Alter. Jetzt stell mal vor, hier geht so ein Blech noch rein. Das wäre doch krank, Alter. Also am einfachsten wäre die Variante hier. So. Also was heißt am einfachsten? Ist auch schwer. Ja, das ist halt die Scheiße, Digga, wenn die Leute das besser wissen immer. Hätte ich bloß den Kram einfach zu. Das wäre doch kein. Also was ist da dran Fusch, Alter? Ich meine, du machst das beim. Wenn du hier eine dickere AMG-Felge machst, du hier auch Unterlegscheiben. Das macht Benz genauso, Alter. Zu sagen, Benz ist ein Fuscher oder was? Wer hat immer recht? Ich hab immer recht, Digga. Und das ist hier in der Firma, das zu Hause ist schon immer so gewesen. Timo hat immer recht. Und wenn er nicht recht hat, kommt die erste Kraft wieder. Nee, wie heißt das hier nochmal? Tritt die erste Regel in Kraft und dann habe ich trotzdem recht, Digga. So war das schon immer und so wird es immer bleiben. Und wahrscheinlich sieht das jetzt so aus, als jetzt sieht das wahrscheinlich auch so aus, als wenn das runterfällt, das Sakkobrett, weißt du? Ach Gott, Digga.
keine Ahnung, Alter. Sieht das so aus vom Weiten jetzt oder was? Aber jetzt sag nicht, das fällt runter vom Aussehen her. Dann kriege ich hier gleich einen kompletten Ausrasse. Oh Gott, der Herr Timo, Alter. Hör einfach auf dich, Digga. Man könnte es machen, aber ich möchte das eigentlich auch gar nicht, Alter. Eigentlich war ja der Plan, das so zu lassen. Und jetzt habe ich mich wieder auf irgendeine Scheiße eingelassen hier, Mann. Aber es wäre halt schon, das wäre schon, ne? Oder? Das wäre schon heftig, Alter. Guck dir das mal an, die Scheiße. Wenn ich das hier so mach und hier im Blech reinknack, dass das so schräg da hochgeht, halt richtig krank geil, dass das so bleibt, weißt du? Weil sobald ich das Sakko-Brett jetzt so rausnehme, sieht das aus von der Seite, als wenn das runterfällt. Dann ist das auch nicht mehr gerade. Dann geht das jetzt so schräg runter. Das, was die Leute vorher aufgeregt hat, dass ich das zuspachtel und so, ja. Jetzt passiert halt genau das. Also wie ist das bei den Bodykits? Bei den Bodykits geht das meiste ja immer hier unten weiter dann, ne? Dass sozusagen dann hier das weitergeht, dass das Rad reinpasst, ne? Ja, man könnte es machen, Digga. Ich könnte ja hier das Sakko-Brett einfach hier abschneiden, fällt mir gerade ein. Ja, Digga, dann muss ich das auch wieder alles ankleben, Alter. Rankleben, das ist frisch mit rankleben. Ja, und jetzt schneide ich alle auseinander, Digga, und muss es wieder rankleben. Ja, jetzt habe ich fast alles fertig. Schön vorne richtig geil. Und jetzt habe ich hier wieder so eine Scheiße an der Backe, weil ich auf irgendeinen Hammel hören musste. Oh, Digga. Der wahrscheinlich noch nie ein Blech in der Hand hatte, Alter. Wahrscheinlich. Oh, gut, dass du unsere Community liebst. Mache ich ja auch. Die mit den netten Kommentaren. Ja, warum habe ich Probleme mit dem Umbau? Also ich habe ja keine Probleme mit dem Umbau, sondern man muss sich da auch ein bisschen in das Blech reinversetzen, in die Form reinversetzen. Ja, das ist halt ein Prozess, der da stattfindet. Und wenn man als Künstler was umbaut, dann ist die Leinwand halt nicht immer gleich so, dass man genau weiß, diesen Pinselstrich mache ich dahin und den mache ich dahin. Das passiert während des Prozesses beim Umbauen. Also ich habe jetzt entschieden, ich werde jetzt nicht weitermachen, weil ich will eure Meinung dazu hören, weil eigentlich, also wir können das mal so machen. Wir nehmen jetzt mal beide Seiten, man kann ja das alte noch sehen von drüben und das neue von hier, ne? Also die Form. So, und ich muss sagen, das hier gefällt mir irgendwie gerade so heftig, dass ich jetzt irgendwie möchte, dass der, ja, weiß ich nicht, dass das Sakko-Brett muss sich vielleicht so ein bisschen bearbeiten, hier ein bisschen rausnehmen, hier, was auch immer, dass das Rad hier reinpasst. Aber das sieht irgendwie gerade so krank aus. Und wenn ihr euch vorstellt, das würde ich hier so sitzen, ne, und man sieht so von der Seite halt diesen originalen Sakko-Bretter hier längs laufen und dann den Kotflügel so rauskommen, so, Alter, da kriege ich gerade, weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht, ich habe gerade nicht so richtig das Gefühl, wie ich jetzt weitermachen soll, weil das gefällt mir richtig gut so. Und drüben, also ich weiß nicht, ich sag mal, wenn man das sich hier so anschaut, ne? Das sieht doch komplett krank aus. Oder was? So, und jetzt kommen wir hier rüber. Da muss ich auch sagen, das gefällt mir halt auch derbe gut. So, das sieht halt so, ja, weiß ich nicht, irgendwie so, das ist halt auch krank, ne? Ich sag mal, hier ist so diese Original, was ich ja am Anfang gesagt habe, was wir eigentlich beibehalten wollen. Dieses Originale gefällt mir halt auch derbe gut. Ne? So, dass es halt, ich sag mal, die komplette Originalform hat mit den Sakko-Brettern. Wenn man das jetzt hier, also hätte ich jetzt ganz normal weitergemacht, dann hätte ich das hier zugezinnt und fertig. Und dann hätte ich das Sakko-Brett hier vernünftig gerade am Ende angeklebt und gut wäre gewesen. Das wäre auch schön einfach gewesen und hätte jetzt nicht noch mal 8 Tage länger gebraucht, aber da würde ich gerne mal eure Meinung zu hören, weil ich bin mir echt gerade derbe unsicher, weil ich finde diese Form halt extrem geil, dass es einfach so original irgendwie aussieht und kann ich nicht sagen, finde ich Hammer. Und wenn man jetzt hier rüber geht, ne, das ist ja auch ein Prozess, das Ganze, ne? So, einer hat geschrieben, dieser Lipo, London Garage von früher, ne, also die Schrauber, die meisten Schrauber werden den kennen, das ist so ein Inder, der hier komplett abdreht und so und die Autos komplett umbaut. Und ich glaube, ich werde gerade zu ihm. Ob ich das wie Lipo mit der Blechschere bauen kann, ja, könnte ich machen, aber dauert deutlich länger. Und wenn man einen Partner wie Werner hat, dann ist man natürlich schneller dabei, ne? Und merke halt einfach, dass ich so während dieses Umbaus, so ich meine, es ist ja jetzt hier alles soweit fertig, hier zwar nur gepunktet, aber auch das hier, ne, so, das sieht doch so heftig aus, Alter.
So, die ganze Form von dem Kotflügel. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, das geht hier so rein. Ich baller hier noch ein Blech rein. Ne? Und ich weiß nicht. Ja. Bin ich gerade ehrlich so ein bisschen überfragt. Und da will ich gerne einfach euch mit dabei haben. Und dann gehen wir mal nach hinten. Wir haben hier von Gedore hier den Kotflügelschutz. Ne? Und der passt richtig genau hier so rüber. Und jetzt überlege ich halt, wenn wir die Form von vorne nehmen und dann hier, also ich sag mal, irgendwo müssen wir dann natürlich auch wahrscheinlich nochmal mit dem TÜV sprechen, ob das überhaupt hier was wird, vielleicht wird das auch nichts. So, man muss halt eine gewisse Radabdeckung haben, aber ich kann das ja vielleicht irgendwie so bauen, dass man das noch irgendwie hinkriegt. Ne? Und dann hier wirklich diese Originalform versucht beizubehalten von den Sakko-Brettern, dass das so gerade durchgeht. Und dann hier den ganzen Scheiß so rausholen, Alter. Soll ich die Überraschung zeigen, jetzt wo Weihnachten ist? Jetzt machen wir einen richtigen Piepfilm. Und zwar die Kotflügelform von den 124er hinten ist ungefähr so, ich kann euch ein perfektes Beispiel für geben, C63 W204. Vorne breit, hinten, ne? Hinten so. Also gar nichts. Und jetzt habe ich überlegt, nehmen wir die Kotflügel von vorne und jetzt filmen wir von oben. Da haben wir ja die Form von vorne. Ne? Das heißt, der Kotflügel geht ja hier viel weiter raus, geht vorne ein bisschen rein. Aber ja, das kann ich auch zur Not noch ein bisschen verändern. Und habe mir überlegt, dass wir jetzt hier, das heißt, ich nehme den rechten Kotflügel von vorne, drehe den einmal und jetzt guckt euch das mal an hier. Jetzt geht's richtig los, Alter. Jetzt bauen wir ein Auto. Scheiß drauf, Alter. Jetzt habt ihr mich alle angefixt. So, und jetzt stellt euch das mal vor. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Noch nicht so richtig, ne? Aber ihr müsst euch vorstellen, ich nehme mir das hier raus. Das heißt, ich werde das... Oh Gott, kein Kratzer reinmachen. Nein, jetzt habe ich zerkratzt, du. Also, Kotflügel so hier ausschneiden. Nach vorne raus. Und dann haben wir nämlich hier diese Form, die wir hier vorne haben, haben wir genau dann die gleiche auch hier hinten. Das heißt, das geht hier nicht so gerade runter, ne? Hier ist ja so ein bisschen Welle drin, sondern es geht dann hier richtig so. Und das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, wie ich das Ding hier raushole, dann hier auch diese abgesetzte Kante reinknall, dann diese Form von dem Kotflügel hier mit reinklatsch und dann, Alter, oder was? Das wird komplett krank aussehen. Irgendwie freue ich mich drauf, Alter. Auch wenn ich weiß, dass ich da wahrscheinlich mit einem Herzinfarkt irgendwann im Krankenhaus liegen werde. Ihr wisst, was ich vorhab. Schreibt es in die Kommentare, ob es geil ist oder nicht. Ich finde es richtig geil. Und ich freue mich auch darüber, dass die Videos jetzt so gut ankommen. Und ich hoffe, dass noch mehr dazukommen, mehr die Sachen verfolgen. Weil jetzt wird es richtig fertig. Also jetzt wird das Ding komplett auseinandergesägt hier. Die Kotflügel von vorne nach hinten. Dann vielleicht da noch, wenn ihr dann noch Überlegungen habt für vorne, sagt mir Bescheid, so oder andere Seite. Dann immer rein damit, weil ihr merkt, meine Rübe brennt. Es dauert wirklich lange. Das heißt, das Projekt wird zeitaufwendig werden. Also ich habe eigentlich gedacht, wir machen so ein, zwei Monate. Aber wenn es richtig geil werden soll, dann wird das vielleicht auch ein bisschen länger dauern. Aber dann würden wir euch auch Schritt für Schritt mitnehmen und den ganzen Quatsch hier einmal komplett fertig machen. Und vielleicht am Ende auch die ganzen Rostsachen beheben und das Ding auf die Straße bringen. Das wäre ja nun wirklich komplett krank, ne? Also stellt euch mal vor, das Ding fährt. Also klar, wir brauchen andere Felgen, aber da rufe ich Hagen nochmal an. Der hat bestimmt noch ein paar Dinger liegen, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne wieder ein Abo da, kommentieren, egal was, ne? Also auch wenn ihr irgendwelche Einfälle habt, die ich vielleicht nicht ganz so toll finde, immer rein damit und gebt den Daumen hoch im Video und dann hoffe ich, dass wir hier richtig geil, ein richtig geiles Auto bauen können. Ne? Bis dann. Schöne Weihnachten.